of SF Online. This is our very first virtual conference. Welcome. We could not have timed this event any better. The daily gold price topped $1,800 an ounce today. Extremely excited to be hosting this event today. My name is Kai Hoff, and I'm the CEO of the SURF Financial Group. And as most of you know, we were planning to host a conference on May 18th in Frankfurt, Germany, but for obvious reasons, we had to postpone it. However, we always had the idea stuck in our heads to host a conference, and now we came up with this format that is a bit unique as we have live translation of all the presentations and presenters. We have an excellent program lined up for you today. 8 companies at different stages from explorer to soon to be producer will be presenting today. Our session will be framed by 2 fantastic keynote speakers, Markus Busle of Germany's leading financial magazine, DAXINEA, and Joe Mazumda of Exploration Insights will be joining us. But before we get started, I briefly want to say thank you to AMEBC. We collaborated with them on this event. They were a great support in helping us setting this event up. And AME, if you don't know, is a lead association for the mineral exploration and development industry, and represents, connects, and promotes over 5,000 members and companies who work in the mineral exploration and development industry, not just in BC and globally. So please make sure to visit their website, amebc.ca, for more information. Sign up, become a member. It'd be greatly appreciated. We did countless hours of testing with them to make sure this runs as smoothly as possible with their team, and really appreciate their patience with us. So I'd also like to thank my team real quick before we get started. Lindsay Wilson and Ty Data. They've put in a lot of effort in, and so far it's been a great success, and we hope you enjoy this session with us. And just some more housekeeping. You've seen it cycling through the slides. All presentations will be live translated into German. To activate that function, Zoom offers an interpreter button that you have to click on, and then you can choose the German or English flag for German translation or English translation. Markus Busle will be presenting in German. His slides are in English. So if you require translation into English, please select the English flag and you'll be listening live to his presentation in English. In case you experience any difficulties, technical difficulties, we're not technicians here, but perhaps we can help out with the odd tweak. Send us a message over the chat or send us an email to info@soarconference.com. So now that that is out of the way, I'm extremely excited to introduce our first keynote speaker, Markus Busle. He's the resource journalist for Germany's leading financial magazine, DAXINEA. He writes a weekly newsletter, Goldfolio. He hosts his own resource-focused TV show on DAXINEA TV. And his sector insight in Germany is second to none. He has an excellent network into North America or the North American mining industry. And his stock picks are spot on. Make sure to go visit his website, goldfolio.de, to sign up today. And I'm extremely excited to welcome him now. I'm going to mute myself and turn my video off. And Markus, please. Join us. So, thank you, Kai. Danke, Kai. Ich freue mich, hier auf diese ersten virtuellen Konferenz sprechen zu können. Und es ist natürlich eine aufregende Geschichte, bis jetzt noch nie gemacht. Und von daher hoffen wir einfach mal, dass es funktioniert. Und ich hoffe natürlich auch, dass nicht durcheinander kommen. Englische Seiten vor mir und selbst im Deutsch sprechen ist ein bisschen ungewohnt, aber das bekommen wir hin. Der Bullenmarkt ihres Lebens für Junior Miner oder für Exploration Companies, das klingt ein bisschen nach einem Werbeslogan. Und ich weiß natürlich, dass es tatsächlich so ist, dass wir solche Sprünge, wie wir sie momentan in den kleineren Explorationsunternehmen oder auch den fortgeschrittenen Explorationsunternehmen haben, so alle, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre haben. Aber ich glaube diesmal, und ich bin wohlwissend, dass dieser Satz etwas ist anders als die Jahre zuvor an der Börse, immer ein sehr gefährlicher Satz ist. Aber ich glaube, dass es diesmal tatsächlich anders ist, dass dieser Bullenmarkt uns sehr viel länger begleiten wird. Das, glaube ich, kann ich schon mal überspringen. Who am I? Kai hat mich sehr, sehr gut vorgestellt. Ich danke mich an der Stelle. Und es geht auch nicht um Personen, sondern es geht ja um die Sache. Von daher überspringe ich diese Folie einfach mal. Natürlich, wenn wir über Explorationsunternehmen, wenn wir über Minenunternehmen, wenn wir Goldunternehmen sprechen, dann ist der Goldpreis nicht alles. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass sich Goldunternehmen, wie zum Beispiel die Kirkland Lake Gold, aber auch die Wesdome Gold, sehr, sehr gut entwickelt haben, obwohl der Goldpreis noch relativ am Boden war. Aber was tatsächlich wichtig ist, in meinen Augen, ist, dass der Goldpreis darüber entscheidet, wie viel Aufmerksamkeit ein Sektor bekommt oder wie viel Aufmerksamkeit der Goldsektor bekommt. Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt mittlerweile angelangt, wo es tatsächlich so ist, dass wieder Interesse in den Sektor kommt. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen diese Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass momentan auch wieder ein bisschen
Interesse in Exploration kommt. Und Exploration, das war lange Zeit so ein ungeliebtes Kind gewesen. Und ich bin eigentlich sehr, sehr stark technisch orientiert, wenn es darum geht, den Goldpreis zu betrachten. Aber nichtsdestotrotz, ich würde das Ganze heute mal ein bisschen mehr auf der fundamentalen Seite betrachten, mit dem technischen Aspekt durchaus. Ich glaube, die Argumente, auch die können wir relativ schnell abhandeln. Die meisten von Ihnen kennen das natürlich. Die Zentralbanken rund um den Globus drücken Geld, als gibt es kein Morgen. Wir haben Zinsen, die bei Null sind, teilweise negativ sind, um diese Nullmarke herum pendeln. Das ist, glaube ich, auch nicht so entscheidend, ob wir minus 1% oder plus 1% haben. Die Opportunitätskosten für Gold sind entsprechend gering. Wir haben mittlerweile eine expansive Geldpolitik seitens der Notenbanken, die seit einem Jahrzehnt anhält. Eigentlich seit der Finanzkrise haben wir eine expansive Geldpolitik der Notenbanken und jeder Versuch, aus dieser Geldpolitik auszusteigen, ist bis jetzt schlicht und ergreifend gescheitert. Und ich glaube auch, das wird so bleiben. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir irgendwann auf absehbare Zeit an einen Punkt kommen, an dem wir sagen können, wir können wieder über Zinserhöhungen sprechen. Ich glaube, die FED, die EZB und auch alle anderen Notenbanken rund um den Globus haben sich selbst in eine Sackgasse gefahren und sie sind im Prinzip dort gefangen und haben eigentlich keine Chance, aus dieser expansiven Geldpolitik, die sie betreiben, wieder rauszukommen, ohne die Finanzmärkte ins Wanken zu bringen. Die große Unbekannte ist tatsächlich das Thema Inflation. Dieses Gelddrucken, dieses Geldvermehren, als gäbe es kein Morgen, müsste eigentlich nach logischem Ermessen in Inflation münden, also in eine Entwertung der Fiat-Währungen münden. Aber bis jetzt ist Inflation etwas, das noch nicht so wirklich in Erscheinung getreten ist. Viel von dem Geld, das gedruckt worden ist, damals zur Finanzkrise, ist in diesen Interbankenkreislauf, also zwischen den Banken versickert und bei dem Endverbraucher nie angekommen. Ich glaube, dieses Mal ist es anders. In den USA hat man schon den ersten Schritt getan, indem man das Geld direkt an die Menschen gegeben hat. Ich glaube, dieses Mal wird dieses Geld in seinen Weg in die Wirtschaft finden. Wir sehen das. Wir haben schon Inflation in vielen Bereichen. Wenn Sie sich ein Grundstück kaufen wollen, in Deutschland sehen das insbesondere. Wir haben Inflation an vielen Märkten, zum Beispiel im Kunstmarkt. Ich glaube, es ist tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis wir auch das sehen, was wir als Verbraucherinflation bezeichnen, dass das irgendwann kommen wird. Von daher, aus fundamentaler Sicht ist es eigentlich ein extrem guter Markt oder extrem bullischer Markt für den Goldpreis. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, wie gesagt, ich komme sehr stark von der technischen Seite, wenn ich den Goldpreis analysiere, dann muss man einfach mal eingestehen, dass wir im Jahr 2011 bis 2015 einen wirklichen Bärenmarkt haben. Der hat sich dadurch ausgezeichnet, dass der Goldpreis immer niedrigere Hochpunkte gemacht hat und immer niedrigere Tiefpunkte. Wenn man sich den Chart so anschaut, dann muss man einfach eingestehen, es hat sich etwas geändert mit dem Tief, das wir Ende 2015 eingezogen haben. Die Dynamik des Marktes hat sich geändert. Wir haben plötzlich angefangen, höhere Hochs zu machen. Wir haben plötzlich angefangen, höhere Tiefs zu machen. Und das deutet darauf hin, dass 2015 die große oder Ende 2015, Anfang 2016 die große Wende am Goldmarkt im Prinzip stattgefunden hat. Und dass sich eben die Dynamik des Marktes geändert hat. Auch nochmal aus technischer Sicht, erinnern Sie sich nochmal zurück, einige von Ihnen werden vielleicht schon zur Jahrtausendwende am Markt gewesen sein. Ich war es mit leidlichen Erfahrungen in der New Economy damals. Wenn Sie sich mal den Goldpreis anschauen, wie er sich so zum Ende der Jahrtausendwende verhalten hat, und wenn Sie sich tatsächlich einfach mal vergleichen, wie sich der Goldpreis jetzt aktuell entwickelt, dann sehen Sie erstaunliche Parallelen. Wir haben beides mal eine Untertassenformation ausgebildet und aus der heraus der Goldpreis nach oben ausgebrochen ist. Und ich denke, dass auch diesmal wieder passieren wird. Und das sollte uns für die nächsten Jahre, steigende Kurse bescheren. Ich glaube nicht, dass es linear nach oben gehen wird. Das ist, glaube ich, so eine Verständnisfrage. Wir haben sehr, sehr häufig diese Einmal-Events gesehen in der Vergangenheit, wo der Goldpreis einfach nach oben geschossen ist und dann wieder zusammengebrochen ist. Ich glaube, dass es eine Aufwärtsbewegung mit einigen Auf- und Abs werden wird. Aber ich glaube, dass es eine Aufwärtsbewegung wird, die sehr, sehr nachhaltig ist. Ich habe hier mal so eine, wir haben das damals, das ist schon ein bisschen her, diese Folie, ich habe sie nochmal aktualisiert, aber wir haben damals
Anfang 2019 das Ganze als eine inverse Schulter-Schulter-Kopf-Schulter-Schulter-Formation interpretiert. Aus technischer Sicht haben wir ein schönes Kaufsignal. On the technical viewpoint, it does paint a pretty picture. Wie gesagt, es geht nicht alles nur um Gold, es geht aber vor allem darum, dass der Goldpreis zumindest konstant weiter steigt. But it's also that it continues to rise and that the interest in the gold market remains and grows. Wenn Gold $150 einbricht, dann können Sie das auch ganz gut wieder in der Schublade verstauen, weil die Minenaktie, die Sie analysiert haben, auch wenn sie gut ist, wird vermutlich mit einbrechen. Deshalb ist der Goldpreis etwas, was man nie unterschätzen sollte, wenn man in Goldaktien investiert. Ich habe das Ganze mal, und ich packe das jetzt einfach mal, wie gesagt, eigentlich basiert das Ganze auf einer technischen Analyse, aber ich packe das Ganze für Sie mal in das, was ich glaube, dass es aus fundamentaler Sicht dann auch passt. Also auf der sehr kurzen Zeitebene, und da reden wir davon, dass ich ungefähr davon ausgehe, dass das Ganze nächste Woche beginnen wird, wird man wahrscheinlich eine Korrektur sehen. Woran mache ich das fest? Also einmal natürlich die Technik, zum anderen ist es so, dass viele kleinere Unternehmen mittlerweile schaltmäßig in eine Fahnenstange hineingelaufen sind. Es ist so, dass ein Goldunternehmen oder ein Unternehmen insgesamt oder eine Aktie korrigieren kann oder Goldpreis weiterhin steigt. Wenn aber sehr viele Aktien oder einige Aktien oder ein ganzes Bündel an Aktien eine gleiche Chartformation ausweisen, dann gibt es meistens irgendein Ereignis, das eine Korrektur herbeiführen wird. Und das wäre für mich das Logischste, dass die Korrektur beim Goldpreis beginnt. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele große Produzenten, die diese Rallye nicht wirklich mitgemacht haben. Ja, schauen Sie sich mal eine Barrick, schauen Sie sich eine Newman, schauen Sie sich eine Kinross an. Das sind die größten Goldproduzenten und dennoch, sie haben keine neuen Hochs gemacht, obwohl der Goldpreis neue Hochs gemacht hat. Und das, auch das deutet für mich darauf hin, dass diese ganze Rallye nochmal einer Korrektur bedarf. Ich glaube, dass die Korrektur uns nochmal zurückführen kann in den Bereich 1700, vielleicht sogar $1650. Das Ganze aber sollte sich ausspielen bis ungefähr Anfang bis Mitte August. Und ich glaube, dass dieser Rückgang wirklich ein Rückgang ist, der gekauft werden muss. Und ich glaube, von da an beginnt der Goldpreis zu steigen in Richtung eines neuen Allzeithochs. Wahrscheinlich, wenn wir das Allzeithoch bei 1921 knacken, wird der Goldpreis seinen Aufwärtstrend in Richtung $2000 fortsetzen. Ich glaube, diese magische runde Marke wird dann wirklich angegangen werden. Ich glaube, das Ganze wird dann ungefähr den Zeitraum, die US-Wahl wird ein ganz entscheidender Faktor sein. Bis jetzt ignoriert der Markt das noch ziemlich gut, aber ich glaube, dass die US-Wahl ziemlich Unsicherheit in den Markt bringen wird. Und ich glaube tatsächlich, dass im Vorfeld sehr viel in dieses Safe-Haven-Gedanken reinspielt, also dieser Gedanke, die Flucht in den sicheren Hafen anzutreten. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass wir ein neues Allzeithoch im Goldpreis bis zur US-Wahl Anfang November erreichen können. Ich glaube allerdings wiederum, und das ist das, was wahrscheinlich passieren wird, dass viel spekuliert wird über diese Wahl und am Ende gewinnt einer der beiden Kandidaten und wahrscheinlich wird gar nicht viel passieren und der Markt wird aufatmen und das wird uns wahrscheinlich die nächste Korrektur bringen. Aber ich glaube tatsächlich, Sie müssen dann den Rücksetzer, der sich daraus ergibt, dass so eine Korrektur wiederkommt, kaufen. Das heißt für mich, Buy the Dip ist ein Buy the Dip-Szenario für den Goldpreis und auch für Minenaktien. Ich glaube tatsächlich, wir werden zwei große Kaufgelegenheiten sehen in den nächsten 10 bis 12 Monaten. Die erste wird sich im August ergeben und die zweite wird sich im Frühjahr des kommenden Jahres ergeben. Ein bisschen was zur Exploration. Exploration, was ist ungeliebte Kind? Das wissen die meisten von Ihnen, die irgendwie investiert haben in diesen Sektor. Gold und Silber waren nicht besonders adaptiv. Und wenn irgendjemand investiert hat, dann doch bitte in Produzenten, aber nicht noch zusätzlich ein Risiko eingehen in Form von Exploration. Um Gottes Willen, nein. Da wollte keiner investieren und ich glaube, wir waren so ein bisschen gefangen in einem Teufelskreislauf. Explorationsunternehmen hatten eine schwere Zeit, dass sie irgendwie Geld aufnehmen konnten. Das Explorationsbudget war gering. Man konnte kaum großartige Bohrprogramme auflegen. Daraus resultiert ein relativ geringer Newsflow und der relativ geringe Newsflow hat wiederum dazu geführt, dass das Interesse an dem gesamten Sektor gering gewesen ist. Ich glaube, das alles hat sich geändert, weil der Goldpreis zurück ist, weil Investoren wieder Lust haben, in den Goldmarkt zu investieren. Gold hat ein Mehrjahreshoch erreicht. Wir haben gesehen, dass erstmals Geld zurückgekommen in die Big Boys der Branche, also in die Barricks, in die Newman, in die Kinross. Dann haben wir gesehen, dass die Mittierproduzenten angesprungen sind, also die mittelgroßen Produzenten. Wenn Sie sich mal anschauen, was eine Teranga gemacht hat, was eine Endeavor gemacht hat, eine Vestom, habe ich schon gesagt. Es waren viele dieser mittelgroßen Unternehmen, die dann so eine Blütezeit legten. Und wir sehen jetzt, dass das Geld zurückkommt, die Explorationsaktien, die
teilweise dann schon explodiert sind, aber natürlich auch mit einer Re-Rating, also mit einer Neubewertung einhergegangen ist, weil die Unternehmen schlicht und ergreifend bei einem Goldpreis von 1700 Dollar natürlich oder 1800 Dollar, wie wir es heute haben, wie es Kai gesagt hat, anders bewertet werden müssen als zu einem Goldpreis von 1200 oder 1300 Dollar. Und wir sehen das hier, es kommt wieder Geld rein, das ist Orin Inc. hat hier so eine Grafik gemacht, das sieht man ganz schön, oder die machen die wöchentlich die Grafik, hier sieht man ganz schön, dass die Finanzierungen zugenommen haben, die Unternehmen bekommen wieder Geld und wenn die Unternehmen wieder Geld bekommen, dann können sie auch wieder investieren, dann können sie größere Bohrprogramme auflegen, dann können sie neue Begeisterung schaffen mit eben tollen Bohrergebnissen, die hoffentlich kommen. Das liegt natürlich, das habe ich auch gleich noch was bei dem Unternehmen. Wenn Sie investieren, woher kaufen Sie? Sie kaufen nicht unbedingt das Projekt, Sie kaufen in erster Linie das Management. Natürlich, gleich vorweg, das Projekt ist entscheidend, aber wir haben so viele eigentlich gute Projekte gesehen, die an einem schwachen Management gescheitert sind. Und von daher ist es ganz, ganz entscheidend, auf das Management zu achten, wenn man in den Junior Mining Bereich investiert. Es macht keinen Sinn, einfach nur nach Zahlen zu kaufen. Schauen Sie auf den Track Record, schauen Sie sich an, was hat ein Unternehmensmanagementleistung schon gebracht? Haben Sie schon mal ein Unternehmen in Produktion gebracht, beziehungsweise in Richtung Verkauf entwickelt? Haben Sie Zugang zum Kapitalmarkt? Haben Sie vielleicht selbst Aktien von der Firma, dass Sie eigentlich verbunden sind, auch mit dem Erfolg der Firma? Und gibt es auch eine Kapitalmarktkommunikation? Zum Beispiel, ein Beispiel, eine Aktie, die ich auch selbst habe, ist Integra Resources. Das ist das alte Team der Integra Gold. Die haben es schon mal geschafft, damals das Lamaque-Projekt in Kanada zu entwickeln und haben dieses Projekt am Ende dann, leider Gottes natürlich für die Aktionäre an Eldorado, aber das ist natürlich auch nicht der Fehler von dem Management gewesen, an Eldorado verkaufen können. Und jetzt machen sie das gleiche wieder im Prinzip in Idaho, in den USA. Chairman und CEO haben die Rollen getauscht, aber das Ziel dürfte wieder das gleiche sein, ein Projekt zu entwickeln, das irgendwann für den Senior-Produzenten interessant wird. Und ich glaube, man ist da auf einem sehr guten Weg. Von daher, das ist so ein Fall, wo ich sage, ich habe ein Management, ich habe ein Projekt mit 3, weiß nicht auswendig, x Millionen Unzen. Und das alles zusammengeführt deutet doch darauf hin, dass das eine erfolgreiche Company werden kann, dass das erfolgreich im Sinn der Investoren werden kann. Einmal muss man auch mal die CEOs mal so allgemein in die Pflicht nehmen. Viele verstehen, glaube ich, immer noch nicht genau, wer verantwortlich für den Aktienkurs ist. Es ist immer ganz nett, wenn man institutionelle Investoren bei der Hand hat, die Placements zeichnen und Geld geben. Aber die Aktien handelt der Retail-Investor, also der Privatanleger, der irgendwo sagt, okay, ich kaufe und kaufe, verkaufe im Markt. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Unternehmen auch wirklich mit ihren Investoren kommunizieren und dass sie das auch machen über verschiedene Kanäle. Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, Facebook, Twitter, was es nicht alles gibt. Man kann Videos machen, man kann den Leuten erklären. Es ist schön, wenn einer Geologe ist, nur das Großteil der Investoren sind eben keine Geologen. Und deshalb ist es ganz schön, wenn dieses Unternehmen erklärt, was es gerade macht und wieso es dies macht, welche Bohrergebnisse, was sie bedeuten. Und ich glaube, das ist etwas, was viele noch unterschätzen, den Einfluss, den Retail-Investoren tatsächlich auf den Kurs eines Unternehmens haben. Wie gesagt, viele sind nicht unbedingt Geologen von den Investoren und Metallurgen sind noch weniger. Und wenn ich eine Pressemitteilung ausgebe und sage, hey, wir haben das und das entdeckt, dann möchte ich ganz gerne als Investor ja auch erklärt haben, was bedeutet das. Natürlich sind auch wir Börsenbriefschreiber in der Pflicht zu erklären und ein bisschen auch zu unterrichten, die Investoren, was es bedeutet. Aber es ist eben auch Teil, dass es die CEOs begreifen, was es heute heißt, den Retail-Investor anzusprechen, die modernen Kanäle zu nutzen, um eben auch zu erzählen, was ist unsere Story, was bedeutet ein Bohrergebnis für unsere Story, was bedeutet ein metallurgischer Test für unsere Story. Und das ist, glaube ich, etwas, was immer noch unterschätzt wird, wo ganz einfach die CEOs in der Pflicht sind. Das Ganze endet nämlich da, dass wir irgendwann neue Investoren benötigen, damit der Goldsektor wirklich wieder diesen Glanz hat oder diese Anziehungskraft. Also ich habe immer noch das Gefühl, es sind noch die alten Investoren, wie Eric Sprotts und wie sie alle heißen in der Branche, die investieren, die diese Leuchttürme sind. Aber irgendwann muss es eben auch dieser Sektor sich neuen Investoren öffnen und da muss es transparent werden. Und das ist ja nicht ganz einfach, das wissen wir alle. Es gibt so wahnsinnig viele Unternehmen, auch viele Unternehmen, die es einfach nicht wert sind,
eigentlich gelistet zu sein. Natürlich keines der hier anwesend, das ist ganz allgemein gesprochen. Und wenn diese Millennials, diese neue Gruppe, über die jeder momentan spricht, wenn diese Millennials in den Sektor kommen sollen, dann werden die natürlich angezogen von Kurssprüngen, wie wir sie teilweise momentan sehen. Aber ich glaube, die wollen auch verstehen, in was sie investieren. Und deshalb ist ein bisschen mehr Kapitalmarktkommunikation von einigen Unternehmen sicherlich etwas, was sehr, sehr positiv zu werden wäre. Ja. Und das ist eigentlich auch etwas, was sich selbstverständlich ist. Der Markt hat jetzt den ganzen Unternehmen so viel Geld gegeben, geht raus, findet Gold. Das ist euer Job, da hoffen wir alle drauf, da bauen wir alle drauf. Das ist wichtig. Ich glaube, dass Mergers and Acquisitions, das ist so ein Thema, einer der ganz großen Treiber der nächsten Jahre werden wird. Wir haben natürlich erst einmal gesehen, diese großen Mergers, Barrick, Randgold, Newman, Goldcorp, wie sie alle heißen. Dann haben wir gesehen, dass Produzenten kamen und produzierende Assets gekauft haben. Denken Sie an die ganzen australischen Produzenten, die jetzt plötzlich in Nordamerika sich eingekauft haben. Atlantic Gold zu Santa Barbara, die Red Lake Mine, die von Evolution gekauft worden ist. Wir haben Northern Star, die Pogo Mine in Alaska gekauft haben. Das war der nächste Schritt. Und ich glaube, dass jetzt mehr in Exploration investiert wird, in Development Projects investiert wird. Wir haben gesehen, dass die Chinesen oder chinesische Firmen jetzt schon ihre Finger ausstrecken, insbesondere in Lateinamerika. Wir haben gesehen, dass beispielsweise Guyana Goldfields übernommen worden ist. Wir haben gesehen, dass Continental Gold übernommen worden ist. Und ich glaube, dass der nächste Schritt sein wird, dass Explorationsunternehmen aufgekauft werden, bis sie sich beteiligt wird. Wir haben hier einen ganz interessanten Chart, der ist von Barrick. Ich schaue ab und zu mal nach rechts, um die Zeit nicht zu überschreiten, aber wir liegen gut in der Zeit. Wir haben hier den Chart von Barrick Gold, Barrick Gold hat den mal erstellt, und der zeigt, dass die Produktion in den nächsten Jahren rückläufig sein wird. Und ich glaube, um die Produktion aufrechtzuerhalten, werden viele große und mittelgroße Unternehmen dazu gezwungen werden, schon fast, dass sie irgendwann auf dem Übernahmesektor aktiv werden. Und ich glaube tatsächlich, dass hier ein richtiger Bieterkampf oder zumindest ein wer als Erster dabei Unternehmen oder aussichtsreiche Projekte zu übernehmen ist. Und ich glaube, dass der Merger und Acquisition Sektor einer der ganz großen Treiber der nächsten Jahre sein wird. Ja, das habe ich im Prinzip gerade schon gesagt. Worauf wartet Barrick, Newman, Kinross und Co.? Natürlich können Sie sagen, Barrick kann sagen, ja, ich habe ein Minenleben von ungefähr 10 Jahren, aber man muss ja auch an den Tag danach denken. Und wenn jetzt die chinesischen Unternehmen auf den Markt kommen und anfangen, die Projekte zu kaufen und sogar direkt vor der Nase von Barrick zu kaufen oder von Newman zu kaufen, dann muss man sich fragen, worauf warten denn die großen nordamerikanischen Produzenten? Und ich glaube, früher oder später werden nordamerikanischen Produzenten dazu übergehen, ihre Komfortzone zu verlassen. Sie werden gezwungen sein, ihre Komfortzone zu verlassen. So viele wahnsinnig gute Projekte gibt es in Nevada und in Kanada nun auch nicht mehr. Ich glaube, sie werden dazu gezwungen werden, nach Südamerika zu gehen und vielleicht auch nach Westafrika zu gehen oder vielleicht in die Pazifikregion zu gehen, um sich nach neuen Projekten umzuschauen. Das wird der Weg sein. Und ich glaube, dass Südamerika ein Hotspot werden kann in den nächsten Jahren. Und ich glaube auch, dass das in Westafrika betreffen kann. Da sehen wir jetzt schon Mergers ohne die Großen. Aber ich glaube, dass die irgendwann keinen anderen Weg mehr finden werden, als auch dort aktiv zu werden. So, das war es von meiner Seite. Ich bin durch in sensationellen 23 Minuten, abzüglich der 3 Minuten, die Kai mir geklaut hat. Von daher übergebe ich jetzt das Wort wieder an Kai oder ich weiß